fändest unser Leben zu spießig. Du hast wortwörtlich gesagt, lieber erschieße ich mich. Und damit meintest du dich, als mit diesem Hänger, also mir, einen Tag länger unter einem Dach und so weiter. Ich will das hier nicht weiter ausbreiten. Formulier es so, wie du es für richtig hältst. Was ich dabei aber nicht kapier, ist, warum du dir ausgerechnet jetzt, wo wir die Wohnung in Mitte gemietet haben, in den Kopf gesetzt hast, nach Österreich zu ziehen. Warum denn nicht gleich nach Saudi-Arabien? Vielleicht gibt es dort noch eine Scheichin, die noch besser nett ist als diese Sarah. Oder warum ziehst du ausgerechnet jetzt nach Wien um? Was willst du denn in Wien? Wir haben noch eine Wohnung in Berlin. Zentralheizung, das ist doch haargenau das, was du jahrelang von mir gefordert hast. Auf einmal ist es nur, weil es dir in den Kram passt. Spießig! Jetzt erklär mir mal, was an einer Zentralheizung spießig ist. Erklär mir mal das mal ab. Übrigens, wie kriegt denn deine Wiener Sarah ihre Wohnung warm? Mit Wiener Schnitzel? Wiener Schmäh? Oder heizt sie mit Wiener Schal? Mit diesem Wiener Dialekt, den keine Sau versteht, bei dem es mir ehrlich gesagt den Magen umdreht. Dass du dich nicht daran störst, wenn du das hörst, dann ist man nur Durst. Nationalratswahl. Da wählte jeder fünfte Österreicher FPÖ. Also rechtsradikal. Ich meine ja nur. Was willst du denn in Wien? Wir haben doch eine Wohnung in Berlin. Bitte! Mit Zentralheizung. Was willst du denn in Wien? Ausgerechnet jetzt wegzuziehen. Dir denn sonst noch zu bieten? Wie sieht ihr Zimmer unter vermieten? Wieder wohnen wie in der Wrangelhochkunstlacke? Nee, ich verzichte. Jetzt macht ihr mal bitte klar, die junge Frau, die studiert Kunstgeschichte. Da gibt es Jobs, da gibt es massenweise Jobs. Oh, da gibt es Jobs, Jobs. In Kunstgeschichte, da gibt es massenweise Jobs. Möglich, dass sie außer Libido auch ein Leben zu bieten hat. Aber bedenke dabei bitte eins. Berlin ist Hauptstadt. Wie Wien. Ja, von Österreich vielleicht, also bitte. Aber eine Wohnung in Berlin, mit Berlin-Mitte, Mensch, das kann man doch nicht vergleichen. Mensch, was meinst du, was hier abgeht? In 10, 15 Jahren entsteht eine niegelnagelneue Megametropole außenrum. Und wir beide dann im Zentrum. Mensch, was meinst du, was hier abgeht? Was willst du denn in Wien?